So, meine lieben Freunde, gewinnen heißt, dass du bereit bist, länger zu laufen, härter zu arbeiten und mehr zu geben als alle anderen. Vince Lombardi. Ihr seid ja schon Gewinner, weil ihr seid bei mir. Ha! Herzlich willkommen zu Robert Götz Matuszewski, Hauptkanal YouTube. Hier bin ich Mensch, hier kann ich es nicht sein. Wer aufhört, besser zu werden zu wollen, hört auf, gut zu sein. Marie von Eber-Eschenbach. Und dann haben wir noch was sehr Schönes hier. Moment, ich blätter mal. Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit. Aristoteles. Ja, warum fühle ich mich jetzt hier angesprochen? Ja, das sind so Zitate aus Du bist Schöpfer. Ja, das war ein kleiner Klaps auf den Po. Du bist Schöpfer. 460 Seiten. Ja, Motivation aufbauen, Ziele erreichen. Ja, Gesundheitstipps und so weiter, inklusive eines schönen Flugtickets. Ja, denkt dran, es ist am 14. Mai Muttertag und da müsst ihr doch vielleicht eventuell möglicherweise irgendwas machen, einen Blumenstrauß kaufen oder eine Flasche Schnaps. Dann doch lieber ein schönes Schriftgut, zum Beispiel dieses Buch verschenken oder jenes Buch verschenken oder jenes Buch verschenken oder alle drei verschenken und zu jedem Buch gibt es auf jeden Fall eine Audio-CD dazu geschenkt von mir. Ha! Ja, ich mache hier ein bisschen Werbung für den Buchautor, der leider auf dem rechten Weg ist, rechtsstaatlich und zivilcouragelich. Und nicht zivilcouragelich, so rum. Werbung muss sein, ja. Und das war jetzt mein Werbeblock gleich zum Anfang. Ich bin ein wenig unorganisiert heute. Was ist denn los? Ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Robert Götz Matuszewski. Ich bin der Facility Manager im Bundestag. Ich bin für alle linken Parteien, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke, und die SED, die Partei von unserem lieben, sehr geschätzten Karl Lauterbach, ja, unterschätzt auch, unterschätzt, ja, hoho, der ist total unterschätzt, ja. Und ich ordne für euch ein, bei mir müsst ihr nicht denken, ich denke ja selber auch nicht. Und ich habe hier so zwei, drei gute Nachrichten heute. Die beste ist ja schon mal, dass Julian Reichelt von der Bild-Zeitung verklagt wird. Finde ich gut, denn er ist ja auf dem rechten Weg und rechtsstaatlich. Ja, man muss natürlich die Bild-Zeitung mal zuschlagen. Dafür habe ich ein extra Video auf meinem Zweitkanal gemacht, Robert Götz Matuszewski Premiere. Ja, da weide ich das Thema ordentlich aus. Gefällt mir sehr gut, Julian Reichelt. Tja, ich würde mal sagen, Pech gehabt. Bei uns geht keiner den rechten Weg. So. Und dann haben wir hier was Interessantes. Es gibt eine kleine Verflechtung die bei der Familie Greichen. Der Patrick Greichen ist ja der Staatssekretär von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Robert Habeck, Wirtschaftsminister. Und der hat den Staatssekretär Greichen eingesetzt. Und der Greichen hat seine ganze Familie eingesetzt. Oma, Mutter, Tante, Onkel, Nichte, Neffen, Schwäger. Und die Presse schreibt schon, Patrick Greichen, die Spinne im Netz. Aber Freunde, wenn man einen linken, linksstaatlichen und zivilcouragelichen Mitarbeiter hat, der alles macht, was man ihm befiehlt, ja, dann ist doch egal. Dann soll er doch ruhig alle anderen einstellen. Dann bleibt das Geld wenigstens in der Familie. Ich finde das total linkisch. Alles in Ordnung, ja. Es gefällt mir gut. In Berlin haben sich Klimakleber auf den Ernst-Reuter-Platz geklebt, auf die Straße. Und was machen die Autofahrer? Die fahren einfach über den Rasen drumherum. Tausende von Autos fahren drumherum. Und die Klimakleber, Böse Zungen sagen, wenn die Klimakleber wenigstens mal irgendwann am Strand gewesen wären, ja, und so ein bisschen mit Wasser und Sand gespielt hätten, ja, oder an einem kleinen See mit einer kleinen Schwappwelle, dann hätten sie lernen können, ja, dass selbst Wasser immer den Weg des geringsten Widerstandes geht. Ja, da kann man da so eine schöne Wand bauen, ja, wenn das Wasser drumherum fließen kann, fließt es drumherum. Und das Gleiche ist mit dem Autoverkehr. Er fließt einfach drumherum, wenn man da über den Rasen fahren kann. Ja, wie blöd muss man sein? Aber es sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Freunde, keine guten Nachrichten aus den USA. Harry Belafonte ist verstorben im Alter von 96 Jahren. Beileid an die Angehörigen. Und vergessen ist, dass ein Bild von ihm in Schwarz-Weiß schon in dem Film Jailhouse Rock hing. Im Hintergrund, ja. Wo Herr Elvis Presley singt, im Hintergrund hängt Harry Belafonte. Damals schon berühmt, ja. Als der Herr Presley gerade mal 2-3 Jahre am Start war, da war der Harry Belafonte schon so berühmt, ja, dass er im Hintergrund da hing, ja. Also guter Mann, ja. Hat sich auch sehr für die Menschen und Menschlichkeit eingesetzt. Beileid an die Angehörigen und alle Fans. Dann hier, ein Gruß geht raus an Wilhelm Hammer. Und Wilhelm Hammer schreibt, die Unruhen im Sudan begannen kurz nach der Genehmigung für Stützpunkte der russischen Flotte. Ich versichere, die USA haben garantiert nichts damit zu tun. Wilhelm Hammer, selbstverständlich nicht. Die USA sind friedliebend, das ist ein demokratischer Staat. Und wenn ein Staat auf der Welt, ja, erhaben ist über den Verdacht, dann die USA. USA gut, ja. Russland schlecht, merken, ja. Walter, Grüße gehen raus, danke für deinen Kommentar. Und Monika von der Heide, danke für deine vielen lieben Kommentare. Habe ich eigentlich in diesem Video schon der lieben Gisela gratuliert? Nein, habe ich nicht. Gisela wird heute 90. Ich gratuliere dir, liebe Gisela. 90 ist ein tolles Alter. Bleibe gesund, standhaft, optimistisch, voller Tatkraft. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Geburtstagsfeier, Gisela.
Meine Mutter heißt ja auch Gisela und die wird auch 90, ja, aber meine Mutter ist ein Jüngelchen gegen dich, die wird nämlich erst im Juni 90. Ja, und meine Mutter kriegt natürlich auch was zum Muttertag am 14. Mai, allerdings keins von diesen Büchern, hat sie alle schon, sie kriegt was anderes, ja schön. Dann haben wir hier noch was Schönes und zwar in großer Polizeieinsatz nach Messerattacke, eine Person schwer verletzt in Wuppertal, ja. Der Täter war natürlich ein Deutscher, was denn sonst? Ansonsten war es ein Einzelfall. Gute Nachrichten von der Industrie, nachdem wir ja jetzt Gesetz gemacht haben, dass jeder eine Wärmepumpe haben muss ab nächstes Jahr, der was Neues baut, ja, und zum Beispiel die Firma Fiesmann Marktführer für Wärmepumpen ist, ja, und die Firma Fiesmann Arbeitsplätze schaffen soll und man hat gesagt, wenn wir jetzt nicht Gesetzessicherheit schaffen mit dem Gesetz, was ab 1. Januar gilt, ja, wenn wir jetzt keine Gesetzessicherheit schaffen, Planungssicherheit für die Unternehmen, ja, dann kaufen die Leute in Amerika oder China, ja, also wir müssen schon für zum Beispiel Fiesmann, ja, Planungssicherheit schaffen, haben wir auch gemacht, wir haben das Gesetz durchgewunken und auch sagt sich Fiesmann, gute Gelegenheit, jetzt die Firma für 11 Milliarden Euro an ein US-Konzern zu verscherbeln. Freunde, der Habeck sitzt an der richtigen Stelle. Dann hier, STIKO streicht Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche und die Mainstream-Medien verschleiern es. Was heißt denn hier verschleiern? Verschleiern muss man doch nicht an die große Glocke hängen. Ich empfehle weiter, die Kinder zu impfen und zwar am besten direkt gleich nach der Geburt, wenn das Baby rausflutscht. Impfen, impfen, impfen. Ja, impfen ist gesund, impfen ist gut, impfen schützt und gut für die Wirtschaft. Ja, übrigens habe ich eine Insider-Information. Ist wirklich so, dass bei den Arztpraxen, ist wirklich wahr, ruft die Pharmaindustrie an, ja, diese Pharmareferenten und sagen, oh, 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 denken Sie daran, es muss geimpft werden. Ja, fragen Sie jeden Patienten nach dem Impfstatus. Man poppt im Computer auf, aha, 60 Jahre, da müssen wir jetzt mal eine Gürtelrosen-Impfung machen. Ah, hier die Hepatitis-Impfung, diese Impfung, jene Impfung, Corona-Impfung, Ja, Impfen ist eine große Sache, ist wichtig. Übrigens ganz was anderes. Mir wurde zugetragen, da hat ein Universitätsmitarbeiter, ja, ein Mann, in einer Führungsposition in Berlin, Führungsposition von der Universität, ja, der hat sich mit einem Politiker von der AfD zum Kaffee getroffen, weil er ihn noch aus der Schulzeit kannte. Ja, die haben einfach nur Kaffee getrunken. Wallah, Alhamdulillah, ja, Kaffee getrunken, ja. Ist wirklich wahr. Also dieser Führungsdings da von einer Universität ist mit einem AfD-Politiker Kaffee trinken gewesen. Und am nächsten Tag wurde dieser Führungsdings von der Uni einberufen und wurde gesagt, du, wir müssen reden, du bist gesehen worden mit einem von der AfD. Ich glaube nicht, dass wir weiter zusammenarbeiten können. Der konnte sich dann noch rausreden. Oh, ja, na gut, dann wollen wir es mal gut sein lassen. Aber nicht, dass du nochmal mit einem von der AfD Kaffee trinken gehst, Freunde. Ist das nicht schön linkisch, linksstaatlich und zivilcourage? Ist wirklich wahr. Ist wirklich passiert. Es ist wirklich wahr. Ist egal. Jens Spahn schreibt mir, aber nicht der Jens Spahn, irgendein anderer Jens Spahn, ja. Robert, mach bitte 3 bis 5 Minuten Videos und ich werde die Videos teilen. Ich schaue jedes Video 152 Minuten und auch länger, jedoch nicht der Mainstream bitte zu Herzen nehmen. Mach ich doch. Ich muss es dir sagen, Jens Spahn hier öffentlich. Ich mache auf Telegram jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Videos. Die sind meistens zwischen 2 und 5 Minuten lang. Ich mache auf Getter ein anderes Video jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Die sind auch zwischen 2 und 4, 5 Minuten lang. Gerade Freitag habe ich auf YouTube-Hauptkanal ein Video gemacht, das war nur 1 Minute lang. Also ich mache. Aber danke für die Anregung, vielen Dank fürs Zuschauen, danke. Und Heiko Walter hat gesagt hier, für einen Stahlwerker sind in Thailand gefühlte plus 12 Grad und eine Jacke anzuziehen, wenn es 30 Grad in Thailand sind. Ja, hat er recht. Germanischer Ureinwohner, danke für deinen Kommentar. Wir sehen uns am Samstag in Magdeburg auf der Demo, ich freue mich drauf. Und dann haben wir hier was Schönes, Netflix, da ist natürlich Satire. Hier, Netflix, Heidi war eine Schwatte, so sieht es nämlich mal aus, ja, dass ihr es mal wisst, aber ist Satire. Ja. Dann hier, der goldene Aluhut, gibt es eine Gruppe, goldener Aluhut, der goldene Aluhut, der goldene Aluhut, der goldene Aluhut, ja, hier. Ja, man hat sich überlegt, beim goldenen Aluhut, das ist eine Systemlakaientruppe auf Facebook, ja, man hat sich überlegt, wir spalten ja die Gesellschaft, ja, so in alt und jung und reich und arm, Autofahrer, Radfahrer, Fleischesser, Veganer, Raucher, Nichtraucher, Autofahrer, Fahrradfahrer, Autofahrer gegen Elektroautofahrer und so weiter, ja, Grünenwähler gegen AfD, SPD-Wähler gegen AfD, alle Wähler gegen AfD, AfD gegen alle, Jude gegen Christen, Moslem gegen alle und so weiter. Wir müssen aber noch mehr spalten. Also hat sich der goldene Aluhut folgende, hier kann man auch folgen der Gruppe auf Facebook, hat sich überlegt, wie kann man denn noch mehr spalten? Hier, haltet euch fest. Die Dummheit von Menschen in Abhängigkeit der Menge der verwendeten tränenlachenden Smileys. Also es wird noch mehr gespalten. Wer mehrere tränenlachende Smileys verwendet, ist dumm. Und je mehr er verwendet, desto dümmer ist er. Hat hier einfach mal der goldene Aluhut festgelegt. Freunde, das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Gefällt mir gut.
Und Christian F. schreibt mir, ich habe mich im Betrieb schon als Transroyaler geoutet. Leider akzeptiert niemand mein bevorzugtes Pronomen, Eure Hoheit oder Großkaiser. Da kommen wir auch noch hin. Da kommen wir auch noch hin. Die letzte Generation hat sich gesagt, ja, die Welt geht unter und wir lassen uns alle sterilisieren. Es ist wirklich wahr, immer mehr von der letzten Generation lassen sich sterilisieren. Und böse Zungen sagen, tja, Mutation und Selektion. Solange alle 12 Tage 1 Million Schwatte in Afrika geboren werden, bringt das bestimmt sehr viel. Ricarda Lang schreibt, der Deutsche Bundestag hat gerade die Ratifizierung der ILO Convention 190 zur Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt beschlossen. Nicht zuletzt MeToo oder Reichelt haben gezeigt, oh, gegen Reichelt ist doch eingestellt worden, naja, egal, wie wichtig der Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist. Und hier schreibt ein ganz böser Hohenloher 81, du redest wieder von Dingen, die du nicht kennst, Arbeiten und sexuelle Belästigung. Freunde, genau, was lachst du denn, Martina? Genau das ist es nämlich, genau diese Hetze dieser rechtsstaatlichen Hetzer, ja, gefällt mir gar nicht. Ich finde Ricarda Lang toll. Klasse, sympathisch und die engagiert sich wenigstens. Zum Beispiel wofür engagiert sie sich denn? Also, Ricarda Lang ist gut, lass die Frau in Ruhe. Es ärgert mich, ja, immer, ja, so. Und da bin ich wieder ganz auf der Seite von der Schafsan Schäbli, die gesagt hat, wir müssen jetzt Hass und Hetze nicht nur verbieten, sondern einfach bestimmte Meinungen verbieten, ja. So einfach kann es sein, das ist doch gelebte Meinungsfreiheit. Das ist doch Meinungsfreiheit. Wenn wir alle eine Meinung haben, dann sind wir doch frei. Ja, es muss halt bloß die richtige Meinung sein, ja. Ihr könnt ja auch demonstrieren, wofür ihr wollt, ja. Zum Beispiel für Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Antifa, Christopher Street Day, Kinder, die sich auf die Straße kleben, Lost Generation, Animal Generation, Scientists for Climate, gegen Trump, gegen Putin, gegen Assad, gegen die AfD, für gegen CO2, für die Regierung. Könnt ihr doch demonstrieren, ohne Ende, ja. Da kommt doch die Polizei nicht und kommt mit Pfefferspray an oder mit Wasserwerfern, Stichwort Gesundheitsschutz bei plus 10, 12 Grad. Nein, ja, da gibt's auch keinen Stoß in die Seite oder einen Schubser ins Gebüsch. Nein, da gibt's auch keine Festnahmen, gibt's gar nichts. Ihr müsst doch keinen Maulkorb tragen. Ihr müsst keinen Abstand ein. Ihr könnt machen, was ihr wollt, wenn ihr für die richtige Sache demonstriert. In der Demokratie. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, das Gleiche ist mit der Meinung. Wir haben doch Meinungsfreiheit. Ihr könnt doch sagen, was ihr wollt. Ihr könnt doch sagen, ja, hoho, der Scholl ist ja in Wirklichkeit gar nicht so klein, wie er aussieht. Ja, oder andersrum. Ja, so. Sowas könnt ihr sagen. Ja, oder noch nie hat einer seine Glatze mit weniger Würde getragen wie er. Mit mehr Würde getragen wie er. Ja, so. Ja, oder Robert Habeck ist der beste Märchenbuchautor aller Zeiten. Könnt ihr doch alles sagen. Könnt ihr sie loben ohne Ende. Nur keine Hauttyp 6 tiefe Kritik. Das wollen wir nicht. Wir wollen es nicht. Wir wollen es nicht. Und wer unsere Politiker negativ kritisiert, ja, Hausdurchsuchung, Kontosperrung und Anklagen. Ich sage nur eins, Tim Kellner, ja, der hat es gewagt, die Annalena Baerbock zu kritisieren. Was fällt denn dem ein? Was fällt dem denn ein? Ja, ha. Aber die machen wir fertig, ja. 8 Monate auf Bewährung. Ja, 8 Monate, 8 Jahre, ich weiß, viel zu wenig auf jeden Fall, viel zu wenig, ja. Der Mann gehört ins Gefängnis. Ha! Niemand kritisiert negativ unsere Politiker. Die AfD könnt ihr kritisieren. Zu den AfD-Leuten könnt ihr auch sagen, Rechtsextreme könnt ihr sagen, ja. Oder NAZI könnt ihr alles sagen, ihr könnt es sagen. AfD schlecht. Ihr könnt auch den Putin kritisieren. Auf Deibel komm raus, Putin schlecht. Ja, aber wehe, ihr kritisiert unsere Politiker, ja. Das wollen wir nicht, also im positivsten Sinne. Ist ja auch eine Form der Freiheit, eine Form der Entfaltung, ja. Damit habt ihr mehr Freiheiten, weil ihr müsst nicht so viel nachdenken. Ihr müsst nicht abwägen, welche Schimpfworte und Ausdrücke ihr benutzen müsst, um die Regierung zu kritisieren. Müsst ihr nicht, nein. Ihr sagt einfach, unsere Regierung ist toll, unsere Staatsmedien sind toll und die freien Medien sind schlecht, Trump schlecht, AfD schlecht, Putin schlecht, Assad schlecht. Es kann so einfach sein. Ja, ich habe übrigens hier, apropos Assad, das Ding werde ich mal auf Telegram hochladen, ich muss euch zeigen, Freunde, ich muss euch zeigen. Ist wirklich wahr, ist wirklich hier Assad, ist wirklich wahr, hier ist Assad, das ist der Herr Assad in Syrien. Ist wirklich wahr, ich lade das Ding auf Telegram hoch, ja. Voila, Alhamdulillah. Ja. Das ist der Böse. Böse Zungen sagen, ich glaube nicht, dass der Herr Scholl sich da trauen würde, durch Berlin so zu laufen. Oder Annalena Baerbock. Ja. Oder hier, Karl Lauterbach, durch Berlin einfach so laufen. Und wir glauben auch nicht, dass sie so begrüßt werden würden. Wir glauben es nicht, ja. Alles böse Zungen. Das ist natürlich alles gestellt hier, ist alles Propaganda, das ist ein Filmstudio, ja. Niemals könnte Herr Assad sich in Syrien frei bewegen, weil er ist ja böse. Assad böse. Habt ihr mal gesehen, wie unbeliebt er ist, ja? Ist alles gestellt, alles Show, alles Fassade, ja. Ja, der muss weg, ja? Das ist kein Dämonkrat. Ja, ich lade das ganze Video mal hoch auf Telegram, Freunde. Kommt auf Telegram, hängt hier drunter der Link. Ja, ist so ein bisschen, andere blenden ein, ja? Und ich halte in die Kamera. Ach, Freunde, wenn ihr gerade krank seid, im Krankenhaus, kurz vor oder nach einer OP, bitte, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch.
und voller Tatkraft. Es grüßt euch Bruno, mein Hausmeister, Kevin Heinzelmann, hier meine Buchhaltung, Schubert ist ihr Arbeitsplatz, mein Schwager Jerome Schmidt und meine liebe Frau Martina. Sie grüßt euch. So, wir machen jetzt munter weiter. Ich freue mich von Herzen sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Danke für euer Abo. Ich freue mich auch über euren lieben Kommentar, über euren Daumen hoch. Aber immer dran denken, Daumen hoch ist eigentlich Vorherrschaft der weißen Rasse. Ganz übles Zeichen. Deswegen ist der hier schwarz. Damit ist alles wieder gut. Und liebe Unterstützer, danke für eure Unterstützung. Davon lebt meine Arbeit. Danke von Herzen. PayPal und Konto hängt hier drunter. Ich mache jetzt weiter. Ihr macht weiter. Wir sehen uns am Wochenende, am Samstag in Magdeburg. Ich werde kontrollieren, observieren, überwachen. Unter anderem wird der Professor Dr. Bhakti 15 Minuten sprechen, aber auch andere Kapazitäten. Und das werde ich mir doch mal reinziehen. Ich mache auch Videos, die werde ich dann hochladen auf Telegram. Freunde, auf in den Tag und nicht vergessen, Robert Götz, Matuszewski, Facility Manager im Bundestag, hat euch lieb. Das ist so. Und meine Frau Martina hat euch auch lieb. Ja, aber die ist gerade nicht da. Also sie ist da, aber nicht jetzt hier. Aber sie ist hier. Sie ist da. Nein, egal. Bin weg. Ich knarre mich aus dem Bild. Knarren gegen Putin. Freunde, jedes Knarren ist ein Seitenhieb gegen Putin. Denn je weniger Öl wir benutzen, desto schneller ist der Mann bankrott. Kann so einfach sein.